Ich weiß nicht, ob es jetzt so Respekt ist gegenüber dir, so, wenn ich das sage, so, dass ich nicht kein Problem. Anders glaube oder dass ich, wir, dass ich eine andere Theorie habe oder so. Zum Beispiel, ich glaube daran, dass Jesus Christus nicht gekreuzt wurde, sozusagen. Ich glaube daran, dass er, dass Gott ihn mit einem, also hat einen anderen jemanden ausgetauscht mit Jesus Christus, weil Gott, Allah, ihn, das, ein, seinem Propheten, der, den er uns herabgesandt hat, nicht wehtun würde, sozusagen. So denke ich das zum Beispiel. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass Jesus Christus gekreuzt wurde. Verstehst du was? Cool. Also, genau, und da würde ich ja über die Auferstehung reden. Wenn es ausgetauscht ist, würde ich sagen, aus der biblischen Sicht her macht es gar keinen Sinn. Wenn er auferstanden ist, würdest du sagen, wenn ein Toter auferstanden ist, dass es Jesus Christus ist, würdest du sagen, dass es doch die Wahrheit ist? Wenn ich es mit eigenen Augen sehen würde, dann ja. Okay, das ist sehr ehrlich. Das ist, also, und das ist genau der Punkt. Es gibt Fakten, die wir heute besprechen können. Damals waren Frauen in der damaligen Kultur nicht glaubwürdig. Die waren unglaubwürdig. Und für ein Zeugnis geben. Für ein Zeugnisgabe waren die unglaubwürdig. Das, und die Bibel sagt, das Erste, die begegnet haben, die auferstehende Jesu, waren Frauen. Wenn es jetzt eine Fälschung ist oder eine Lüge ist, warum gebe ich absichtlich nicht Männer? Damit, damals waren Männer glaubwürdiger, damit es schneller verbreitet wird, damit es glaubwürdiger ist. Männer anstatt von Frauen. Ach, das ist eine...